Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Ich habe heute ganz, ganz viel Besuch, nennen wir es mal, mit bei. Gehen wir einmal durch. Mogwai, du kannst mal winken. Wunderbar, Daumen geht auch. So, Mike, du kannst was sagen. Hallo. Und Patrick. Grüße. So. Ja, hat jetzt hier ein bisschen lange gedauert mit Einstellen, Aufbauen und ähnliches. Die sind eigentlich schon fegerig drauf, dass wir hier endlich richtig loslegen. Und ich komme hier mal wieder nicht aus der Pötte. Denn ich habe mir heute überlegt, wie man hier sehen kann, mein Camp wurde heimlich zerstört. So richtig. Und ich habe jetzt schon mal so einen kleinen Grundaufbau gemacht, damit das halt ein bisschen schneller geht in der Folge. Und ja, ich laufe hier gerade als Clown mit Gasmaske rum. Das ist für die Atom-Dailies mit der Axt. Ja, ich wollte das nämlich schon vor Äonen, also wann hatte ich das gesagt, im November, Camp umbauen. Ich habe mich immer gedrückt. Jetzt haben wir jetzt schon bald Ende Februar, ey, und jetzt wird's Zeit. So, das heißt, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was gelagert. Da werde ich jetzt halt nochmal durchgucken, ob wir da jetzt noch irgendwas von verwenden können. Hier die Mauern kann ich ja nochmal hier unten hinsetzen, damit es hübscher aussieht. So. Obwohl, nee, komm, den lasse ich weg. Lagern wir nochmal ein. Viele Ressourcen habe ich jetzt nicht verbaut. Das ist halt, 6 Fundamente muss ich nochmal neu bauen. Weil, ja, die haben halt hier gefehlt vom alten Grundgerüst, weil das hier ist ein bisschen größer. Aber ich hoffe, das ist zu verzeihen. Ist halt nur, damit ich halt hier fix jetzt die Wände hochziehen kann, das noch so hinstellen kann, ein bisschen Deko hinkloppen kann und Co. Ach halt. Hier muss einmal, ne? Snap bitte, danke. So, hier muss Türchen rein. Hier kommt Fensterchen rein. Fensterchen. So. Und dann hier nochmal. Türchen. Na, bitte richtig rum. Danke. Und jetzt wieder Wände. Instabile atomare Abfälle. So. Zimmer ich hier jetzt noch eine Wand rein? Ja, komm, ich zimmer hier jetzt noch eine Wand rein, denn hier die Tür. So rum. Dasselbe hier drüben. Das Schlafsälchen schon mal soweit fertig. Und jetzt bräuchte ich denn hier nochmal eine. Obwohl, mache ich den darüber und hier nochmal eine Tür hin. Jetzt habe ich ja doch noch ein paar mehr Wände übrig gehabt als eigentlich gedacht. So, hier drin habe ich jetzt den Generator dann eingesperrt. Gucken, ob ich da noch einen zweiten drinnen brauche. Da werde ich gucken. Jetzt wollen wir aber jetzt erstmal hier schauen, dass ich jetzt hier die Schrägen anbaue. So, und so. Hatte ich noch. Ja, ich habe hier noch. Ist ja alles da. Kein Thema. So viel Müll. So wenig Zeit. Na, hier wird es ein bisschen problematisch. Da fehlt mir, glaube ich, denn das andere Dach, ne? Ja. Das, was ich da reinsnappen hätte können. Das jetzt am schlausten. Das ist ja dann doch ein bisschen blöd. Den kriegt er nicht rein, weil der da unten ansnappt.
noch eine schräge. Zieh ich den mal kurz beiseite. Sammeln und lagern. Ja, man merkt, hier fehlt leider was. Krieg den so nicht um die Kurve. Ineinander kann ich ja nicht bauen. Wie fehlt dir denn? Eine Ecke. Also sprich, es gibt ja sozusagen, na, wie soll ich das erklären, eine Schräge mit Ecke, ne? Mhm, ja. Bloß das Problem ist halt, wenn du das jetzt, ja, das müsste eigentlich noch so ein invertiertes Stück geben dazu. Was schräg nach oben geht, aber dann sozusagen von rechts und links ansetzt. Das fehlt jetzt hier irgendwie. Ich könnte natürlich auch... Machen wir anders. Hab noch eine Idee. Und ich dachte, das wird leicht. Haha. So, machen wir halt so. Guck ich erstmal, ob ich noch was gelagertes hab. Ah, hab ich. Mach ich mir hier halt ein Vordach. So. Problem erkannt, Problem gelöst. Muss ich hier bloß gleich hochziehen und dann passt das auch wieder. Halt, du musst gelagert werden. Oh, jetzt gehen mir auch schon die Wände aus. Die Dächer aus. Halt, falsch. Ja, die Wände gehen mir auch aus. Mir geht alles aus. Alles muss raus. Außenhaus. Jetzt kriegt das da nicht angepinnt, warum nicht? Unser Haus. Da war er doch kurz. Na komm. Sei ein artiges Ding und snap da jetzt bitte ran. Der will nicht. Ach jetzt. Ja, nein. Jackpot. Ja, Jackpot. Quadratzentimeter intakter Alufolie. Jackpot, baust ein Casino? Ja, du könntest. Wäre das nächste, was ich mal bauen müsste, wa? Aber nicht ohne Glücksspiellizenz, mein Freund. Das gibt. Ja. Ach, die holt man sich ganz schnell. Bin doch dicke mit Befester, die gucken doch schon bestimmt wieder zu. Beim Pokern gewonnen, ja, genau. Ach ja, die Nummer schon wieder. So, dann einmal hier. Da habe ich sogar schon meine Atome gekriegt. Wunderbar. Wir zwei halten zusammen. Okay, jetzt ist Camp Budget voll. Mal gucken. Die brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Immer noch nicht. Und immer noch nicht. Den Bogen. Ja, der muss ja hier vorne hin. So. Erstmal hier ein bisschen schon mal was hinstellen, damit ich wenigstens was hab hier. So, Bastelwerkbank. Hier den Crafting Room. Der kann erstmal weg. Das kann auch erstmal weg. Da weiß ich auch nicht, ob ich das brauche oder nicht. Das kann auch erstmal weg. Halt, das nicht. Das bleibt. So. Oh, Power-Rüstungsstation. Da muss ich auch noch wechseln. Da will ich meine Gefärbte haben. Ah, komm. Mittig sieht anders aus, aber... So, das Rolltor, das brauche ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht mit einarbeiten. Die Buchstaben können erstmal weg. Da weiß ich nicht, ob ich da jetzt nachher noch genug Platz für habe. Wäre hauptsache erstmal das Grundgerüst hier haben. Die Kiste kann weg. Der Pappaufsteller kann weg. Ah, mein Wasser. Stimmt, ich habe meine Wasserpumpe vergessen.
Das Wichtigste überhaupt. Ich brauche doch Wasser hier unten. So, der Wecker kann erstmal weg. Dafür brauche ich einen Tisch. Habe ich noch einen Tisch? Ah, hier, komm. Der Weihnachtsmann kann auch weg. Das kann auch erstmal weg. Die können weg. Ja. Stellen wir erstmal... Ich müsste da hier drunter passen können. Ja, gut. So, die Schaukästen haue ich auch erstmal weg. Habe ich hier noch Bretter. So und so. Ja, passt. Sieht alles ein bisschen eng aus gerade nur. Gucken. So und so. Dann brauche ich noch mehr. Dazu gebrauchtes Klopapier. Ja, selbst wenn nicht, dann haue ich jetzt erstmal weg. So, die große Kiste. Einmal hier zwischen. Das Terminal. Die Todeskrallenstatue haue ich erstmal weg. Die Poster. Aber eigentlich dürfte es erstmal schon mal reichen. Dann kann ich ja nochmal weitere Wände jetzt erstmal bauen. So, so, so. Sie sind ein Stück Schrott. Das heißt, ich mag sie. Okay. Hier jetzt noch. Dann brauche ich noch die Schrägen hier rein. So, wunderbar. Dann müsste ich jetzt eigentlich nur noch die Decke reinzimmern. Habe ich da jetzt noch Decken drüber? Ach, hier habe ich auch noch kleine Bodenplatten. Hier habe ich noch Raketenwerfer. Habe ich wirklich keine Tische hier? Doch, ich hatte doch Tische hier. Zwar die falschen, aber... Na gut. Kann ich eigentlich weghauen. Oder hatte ich hier nicht? Doch, hier sind sie doch. Ich habe doch Tische gehabt, ich wusste es. Auch den großen. Gucken, ob es klappt. Lass mal hinstellen. Dann wollen wir den Raketenwerfer drauf. Ach nee, halt. Musste ich ja so machen. Ah, das ist immer eine Fummelei. Ich habe doch gesehen, dass du rauf wolltest. Ja. Fein. Ich hab dich fast. Ah, der Tisch ist einfach auch zu klein. Ich brauche andere Tische. Nee. Irgendetwas, was passen könnte. Der hier ist groß genug. Davon hatte ich auch nur einen. Hm. So, dann muss hier einer hin. Und, na, lass mich rein. Direktive. Hier einer hin. Monopol noch nicht. Du musst noch ein Stück zurück. Damit ich da in einem durchlaufen kann. So, jetzt aber. Gelagert. Ah, jetzt klappt das auch. So, dann hier einmal ein Raketengeschütz hin. Drüben dann nochmal dasselbige. So. Ah, Kühlschrank. Kann ich ja auch schon mal aufstellen. Den Kühlschrank, den man sich geholt hat, aber trotzdem nie benutzt. Ja, keine Ahnung. Ich denke halt nie dran, dass ich den im Camp stehen habe. Hier nicht noch ein Kochherd irgendwo? Kochherd, Kochherd, Kochherd. Wo bist du? Hier könntest du sein. So. Ach, das war ja für die
Kuppel. Na, die Kuppel kann ich erstmal verschrotten. Ob ich die noch hinkriege, weiß ich nicht. Das kann ich auch erstmal verschrotten. Die Stühle. Den Tisch kann ich verschrotten. Nee, Kröti wird nicht verschrottet. Die Wände brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ah, hier. 10 Dächer habe ich noch über. Na dann. Fangen wir an, hier Dachdecker zu spielen. Regnet es nicht mehr in die Butze. Ja, ist immer schlimm, wenn das ganze Wasser reinläuft, weißt du? Ja, ja, die Russland dachte, dass du vollständig im Keller bist. Gut. So, Wasser auf den Kopf, nichts gut. Betondinger können auch weg. Ach siehst, ich hatte hier sogar noch einen Herd. Warum mache ich jetzt zwei? Gut, mache ich erstmal einen weg. Und dann werde ich die Tür hier, hoppala, nochmal weg und... Der Herd wurde als Feuersteller eingelagert. Was von dran vorbeiblättert? Nö, tut eigentlich nicht. So, hier noch eine Tür rein. Ich türe mich jetzt hier zu. So, das kommt da drüben hin. Hat man aber über die Zeit so ansammelt, ey, schlimm. So, da weiß ich noch nicht. Da weiß ich auch noch nicht. Die Lichter. Stimmt. Ich brauchte unten noch ein Geschütz. Mal Tür auf hier. Tisch. Hoppala. Was gerade? Was denn? Ich stehe mit einer pamperenten Supermutanten Hund dann wie vorbei. Ist natürlich irgendwas verpasst, aber hab nicht so richtig was passt. Für den Garten. Krieg ich die noch weg? Ja, klappt. Nochmal so. Und dann packen wir hier einmal hier. So. Dort Geschütz oben drauf. Dann ist der Garten auch safe. Für die Maulwurfsratten können sie sich wieder beschweren. Stimmt, Gärbottich und Co. habe ich ja noch nicht. Ah, ich habe einen guten BG-Platz jetzt gekriegt. Zwar immer noch nicht ausreichend, aber okay. Haben wir das Ganze dann jetzt? Bin ich blind? Ich bin blind. Achso, das ist ja auch gar nicht. Ja, hier. Wollte doch eine Vogelscheuche haben. So. Cool. Passt. Gut, dann haben wir das jetzt soweit schon halbwegs fertig. Jetzt muss ich hier noch Dächer. Hoppala. Na. Dächer reinhauen. Die letzten. Okay. So, und hier brauche ich natürlich auch noch Dächer. Komme ich da noch so hoch? Ja. Gerade so. So, den darf ich aber noch nicht zumachen. Das heißt, den muss ich nochmal einlagern. Ah ne, andere Seite hätte ich einlagern müssen. Egal. Machen wir, ziehen wir den einfach rüber. Fertig. Weil ich muss ja noch an den Pickel da hinten ran.
für die Stromverkabelung. Dann kann ich aber hier nochmal Wände, die Flachdinger und Zugleistern. So. Hör, wird schwer aufs Dach zu kommen. An und für sich könnte ich ja trotzdem noch die Kuppel nochmal setzen. Gab's doch auch im Ganzen. So. Gucken, ob ich die jetzt hier hinten reinkriege. Das ist halt diese Kuppel. Im Ganzen. Ah, diese Kuppel. Eigentlich so die schönste Idee gewesen, die sie hatten, aber die ist so scheiße zu platzieren. Erst recht, wenn du halt eine Unebenheit hast. So. Ah, das passt. Oh, hier hinten fehlen auch noch Wände. Wände. So. Ah, und ich dachte, ich kriege jetzt hier mein Level ab durchs Bauen, aber nein. Halt, ich habe noch was gelagert. Und zwar, kriegen wir dich jetzt hier neu hin, oder? Ist das ein Trugschluss? Jetzt weiß ich, warum ich zwei Kochstationen hatte. Ich hatte ja in der Glaskuppel noch eine, genau. Für faule Säcke, so. Und dich muss ich nochmal lagern, weil wir haben ja auch von dir einen Skin. So. Dann kann hier nämlich auch die Schuppentour rein. Jetzt habe ich das Dach kaputt gemacht, ich Idiot. Egal. Muss halt ein neues bauen. Alles in Arsch, bitte. Wieder alles in Arsch. Ich habe jetzt auch die Kochstation kaputt gemacht. Das heißt, ich muss da auch eine neue bauen. Also ich krieg meine EP zusammen, so ist es nicht. Genau, er hat den Turtle gemacht. Ne, im Kopf den war Turtle das. Ausgerüstet. Im Kopf sah das schon ein bisschen anders aus. Im Kopf sieht das immer gut aus. Ja, aber im Kopf so sieht es immer besser aus. Das dann auf Papier zu bringen, das ist. Oh, ich hab hier. Na, auf Papier, du sollst ja nicht malen, du sollst ja bauen da. Ja, für mich ist es wie Papier. Yeah. Papier. Die ganze Welt ist ein Blatt Papier. Ja, jetzt hast du mich abgelenkt. Ich wollte einen Kochherd, so. Siehst du, sie da sind böse, die anderen schuld. Böse, pfui. Ja, genau. Hörst du auf. So, jetzt habe ich doch wieder meine Glaskuppel. Und von der Glaskuppel aus könnte ich doch dann eigentlich hier raufspringen, oder? Hast du ja. Ja, kann ich. Wunderbar, dann kann ich wenigstens noch Strom verlegen. Hey, jetzt habe ich nur den Grundriss geschafft und wir sind schon eigentlich beim Ende der Folge, ne? Ey, das ist Wahnsinn, was man hier in Zeit investiert. Und davor die ganze anderthalb Stunde, die ich jetzt hier nur für das Grundgerüst gebaut habe. Ist so ekelhaft. So, ich habe zwei Mottenmann-Statuen. Also, ich werde einmal... Na. Ich komme jetzt da nicht mehr hoch hier. Ich muss außen rum. So, dann werden wir hier einmal einen hinsetzen. Und hier drüben noch einen. Plastik beschenkt uns ständig auf. Ja, Verkaufsautomaten, einen werde ich definitiv brauchen, aber... Ob ich mehr brauche, weiß ich nicht. Müsste eigentlich den hier unten dann platzieren. Damit er auch Strom kriegt. So. Hauen wir erstmal nur einen hin, statt volle vier. Spare ich mir auch wieder ein bisschen Platz. Weil so viel verkaufen tue ich jetzt auch nicht. Mit dem Elpecher. Tja, schlecht im Private, ja. Ja, erstens das. Oder nicht ganz so erfolgreich, wie man es gerne hätte, gell? Ah, erstens das und zweitens, selbst wenn ich jetzt auf dem normalen spielen würde,
Glaube ich nicht, dass der hier wirklich so lange da rumsitzen kann, dass er wirklich gut was verkaufen kann. Weil ich bin ja hier oben wirklich am, ja, Hintern der Welt. Aber, ja, geht aber noch. Also ist relativ populär, die Zone da oben zu bauen. Viel habe ich ja jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt noch einen Schalter. Wofür hatte ich denn den... Ach so, fürs Tor. Stimmt. Der kann auch weg. Ich wollte gerade so überlegen. So drücken wir mal drauf. Das brauchen wir dann in der nächsten Folge. Gesehen, was passiert. Oh Mann. Ach halt, bevor ich jetzt hier Wanddekos und ähnliches aufstelle, ich muss ja erstmal tapezieren. Tapezieren. So, dann heißt das einmal hier, 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 hier. Und den da. Jetzt wird hier erstmal Farbe reingebracht. In das ganze System. So. Hier drin können wir zwar nicht viel tapezieren, weil ich jetzt zwei Außenwände habe, aber naja, gut. So. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Farbe drin. Ein paar mehr Fenster hätte ich auch noch reinkloppen können. Na? Umso mehr was zu putzen. Nö, das sind ja hier die Gitterfenster. Die muss man nicht putzen. Na, no, jetzt nehme ich die ganze Zeit immer irgendwas auf hier. Will ich doch auch nicht. So, ja, sieht doch schon ein bisschen kuscheliger hier aus. Ein klein wenig. Ein paar Tapeten, passt. Ich würde den geben, okay. Mhm. In der Nähe. Mhm. Oh. Gut. Jetzt ich bin kann die ganze Zeit noch am Daddy's machen. Aber nicht wörtlich. Ein Tisch brauche ich trotzdem nochmal. Ich und meine Tische immer. So, da brauche ich nur den kleinen hier. So. Flutter und... Achso, es ist kürzlich. Ah, jetzt nur noch richtig drauf stellen hier. So. Jetzt kann ich den ganzen Tisch drehen. Okay. Hoppala. Ja, Blümchen. Hier haben wir noch einen Schreibtisch. Plastik beschenkt uns ständig aufs Neue. So, machen wir hier einen Schreibtisch hin. Meine neue Lieblingslampe drauf. Die noch keinen Saft hat natürlich. Und ich denke mal, ich werde offscreen dann das mit dem Ganzen mit dem Strom verbinden. Weil das wird auch nochmal ordentlich gefummelt. Was? Guckt da rote Farbe raus? Tatsache. Och Mann, ey, Fallout. Kannst du mir doch jetzt nicht antun, dass da oben was Rotes rausguckt? Ah, nein! Am liebsten jetzt schon wieder alles abreißen. Alles weg. Alles weg. Ah, nein, ey. Warum bin ich in so Sachen eigentlich immer Perfektionist? Das ist doch ekelhaft. So, dann brauche ich aber noch einen Stuhl für meinen Schreibtisch unten. Könnte vielleicht was dran sein. Ja, ne, Boden werde ich auch noch mal, muss ich auch noch umfärben. Werde ich jetzt hier noch ein paar Topfpflanzen reinstellen, damit hier wenigstens ein bisschen wohnlicher aussieht. Und dann mal gucken. So, ach so, hier.
Mein seit eh und je Froschi darf auch nicht fehlen. Und einer muss hinten noch rein. Na gut, dann passt das jetzt auch so. Dann kann man ja jetzt eigentlich schon wieder anfangen zu spielen. Mein Camp steht schon halb. Huch, jetzt drücke ich mir ja auch noch ein Stimpack. So. Gut, dann werde ich halt nochmal ein paar Fenster reinmachen und nochmal ein bisschen extra Deko machen, weil wir sind jetzt wirklich schon bei 30 Minuten. Das wird langsam richtig groß zum Hochladen. Dann werde ich jetzt offscreen nochmal ein bisschen was verarbeiten hier und dann in der nächsten Folge euch das Endresultat zeigen. Wie gesagt, ist halt viel zu viel. Und klappt nicht so, wie ich will. Dann sage ich schon mal, schaltet wieder ein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.